Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte irgendwo in Thüringen. Wir werden jetzt ein bisschen weiter verkaufen. Aktuell verkaufen wir Traps. Dazu haben wir einen Kurs eingefahren, so für Weizen oder Gäste. Jedenfalls fahren wir auch zur Getreide AG. Und zwar Beladung Startpunkt. Traps. Schauen wir mal, ob das klappt. Jups, klappt. Lassen wir arbeiten. Wir schnappen uns den zweiten GW und wir kaufen ein bisschen Holz. Und genau. Dazu legen wir ihn mal ab. Ich habe jetzt ein bisschen neu Hintergrundmusik. Ich hoffe mal, dass die Musik nicht so laut ist. Wie man ein bisschen zu hören ist. Oder nur Hintergrunddarstellung da. Schön, ne? Also das ist so. Dass nicht so eintönig ist, wenn man so leise ist. Ja, die Bäume sind auch schon gewachsen. Also fleißig bei und jetzt brauchen wir ein bisschen Holz. Ups. Der LKW auch, ja, der ist schmutzig. Brauche wirklich keinen Ärger mit der Musik, mit YouTube. Eigentlich sollte das nicht der Fall sein, weil von da habe ich die Musik her. Aus den, was da angeboten wird. So, ein bisschen gucken. Schon eine Weile her. Müssen wir erst wieder zurechtfinden. So. Ganz so wie ich haben wollte. Das heißt 6 Meter, 3 Meter, noch was. So, okay. Abladen. WLAN. Das wird ein längeres Stück sein. Ups, so optimal. Das wären Stücken von mehr als 1 schönen Samstag, wenn ich richtig liege. Ich kann mich natürlich irren, weil ich mehrere Folgen schon ausmache. Wenn ich mich irren sollte, ist ein verkehrter Tag. Ja, bitte zu entschuldigen. Okay, gut voll. Ein, zwei Balken noch. Gut, jetzt stellen wir um auf hintere Ende, was 4 Meter sind, da ungefähr. Eigentlich ist das ungünstig. Ist ungünstig. Kommt gar nicht runter, der Bursche. Oh, 4000 für Raps. Gut. Mal einkaufen, verkaufen.
müssen wir gucken, dass wir nicht wieder aufladen. Ne? Wie gesagt, aufladen, deaktivieren. Hätte rechts fahren sollen, da war eine Lücke. Jetzt muss ich eine suchen. War nichts. Aufgabe, Stopp. So, jetzt fahren wir zum Sägewerk. Da war so ein Baumstumpf. So, ich hoffe, ihr könnt gut LKW hören. Von meiner Wenigkeit. Das ist gefährlich. Ganz gefährlich. Sollte nicht so rasen, ne? Mit der Aussaat warten wir noch ein bisschen ab, bis die Bodentemperatur ein bisschen gestiegen ist. Aktuell haben wir bewölkt. Das heißt, die Sonne kann den Boden nicht erwärmen. Da praktisch fast keine da ist. Heute habe ich gelesen, der Modder Castor, meine Wenigkeit, hat im Forum verkündet, er wird die Karte Season Ready machen und ein paar andere Sachen noch halt. Wann genau, wie lange das dauern wird, das ist sag mal offen. Muss ja alles gemacht werden in der Freizeit, also von daher denke ich mal, es wird schon ein paar Tage noch dauern oder Wochen. Ich habe auch eher den Verdacht, dass er auf die Skripte wartet, auf die Freigabe von ModHub. Dann kann er sie einbauen in den Fabriken, zum Beispiel Sägewerk hier. Das ist von mir auch nur ein Verdacht oder nur eine Vermutung, dass es so ist. Produktionen sind ja schon vorhanden, mehr oder weniger teilweise. In meinen Augen genug Produktion, ich brauche nicht viel mehr. Aber wie gesagt, es muss alles gemacht werden. In der Freizeit. So, wir haben aktuell Frühling. Tag 2. So, jetzt haben wir das ganze Ding ein bisschen mehr mittig machen. Wir werden jetzt keine 6 Meter weiter wechseln, aufladen. Ja. Ach, das passt schon. Wir müssen mal sehen, was wir hinkriegen. Glaube ich, längere Stücken gemacht wieder. Wir können ein bisschen nach vorne gehen. Vor allem wieder kreuz und quer. Wir müssen mal ganz kurz abladen. Bis das wieder einigermaßen gut liegt. So, der Balken, der kreuz und quer liegt, natürlich ein bisschen ungünstig geworden, ne? Der eine hat sich gefangen. Die paar, die 3, 4, 3, die beiden dicken, das hat sie genau gepasst. Schüttel ich mal ein bisschen runter. Wie gesagt, die Musik soll im Hintergrund sein, also nichts Besonderes. Ist für mich auch ein Test, die ersten Folgen, die ich heute mit Musik mache, oder die erste Folge mit Musik.
zweite am Samstag normalerweise, wenn ich richtig im Kopf habe. Natürlich, Irrtum kann ich mir nicht ganz ausschließen, weil es schon den übernächsten Samstag ist, da ich eine Woche zu Hause sein werde. Bin ich zu Hause. Werde ich da. Aber dann würde ich normalerweise schon wieder zu Hause wieder da sein, also den Samstag. Also an dem Tag fahre ich wieder zurück. Und die Folgen für diesen Samstag habe ich schon hochgeladen. Aber es geht darum, dass ich dann das zweite Wochenende noch keine Folge habe. Und wenn ich dann fahre, kann ich ja nicht aufnehmen. So, das reicht. Ups. Oh, ein geländefähigen LKW. Oh. Da haben wir schon. Da liegen wir auf der Seite. Das heißt, wir brauchen einen Radlader. Die Lade ist übrigens alle. Die Lade immer ob. Ja, die Lade bei allen zum Beispiel können wir machen. Könnt ihr auch mal eine Ackerfläche zur Wiese machen, aber das ist ja Blödsinn. Schreibt doch mal rein in die Kommentare, ob die Musik laut genug ist oder ob man ein bisschen mehr geben kann. Schwer zu urteilen. Das ist auch sicherlich Geschmackssache. Oh Mann. Ein bisschen zurückgehen. Ich glaube die Seitenkonsole. So. Aufgestellt kriegen. Abladen der nächste Club, aber dann sind die Bäume noch weg. Warm auch. Ist ein bisschen schwer, der LKW. Mit dem Traktor hätten wir es hinten im Gewicht angeeignet, dann geht es schon wieder ganz ran. Bisschen Gas geben. Ups. Dann gebe ich es aus. Dann muss ich rein. Ist ja der Schwerpunkt ein bisschen hoch. Mal schauen, ja. Da kippen wir nichts ab. Aber durch den Wald. Ganz schön hügelig, ne? Ah, da ist ja mein Kumpel. Von uns zu, vom Cosplay. Na. Nee, ist zu viel drauf. Und bin schneller laufen. Und doch fand ich ihn abladen. Das ist viel aufgeladen.
Wege. Baum. 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 So. Dann wird passieren, dass der andere Fahrer kommt. Vor uns zu. Läuft noch. Gut. Wie gesagt, ein bisschen hoch beladen, aber ein bisschen jetzt nicht zu schnell fahren. Das hat er so lange warten, bis er mit Kurve rankommt. Jawohl. Risiko. Mal warten, ne? Die Vorordnung geschafft. Ja, das ist Frühling, ne? Alle Bäume sind noch kahl, schlagen noch nicht aus. Normalerweise schlagen Bäume Ende April aus, Anfang Mai. Hat sich ein bisschen mehr nach vorne verlagert. So 14 Tage ungefähr, ein bisschen früher jetzt. So ist mein Eindruck. Ist auch wetterbedingt. Wenn man ein bisschen milder ist, dann ist es halt früher und wenn mal Kälteeinbruch kommt, muss ein bisschen gegenlenken. Na, ich darf diesmal nicht so voll aufladen. Nicht noch ein bisschen anders aufladen. Also die Länge passt so nicht. Wir werden auch nächstes Mal wieder ein paar längere Stücke machen. Ich weiß auch nicht genau, wie lange ich jetzt besiegt habe. Ob das nur 8 Meter sind oder. Oh, passt noch da. Da ist noch was zu holen. Ja, rund 40.000 Holz gemacht. Können wir uns noch einen zweiten Drescher leisten später? Oder eine Seemaschine? Jetzt kann man die Musik ein bisschen hören, ne? Ups. Ich habe auf die Uhr geschaut. Hier rauf. So. Bisschen nach hinten verlagern und dann werden wir gucken, ob wir Dinge aufgeladen bekommen. Müssen wir alle mitnehmen. Solange wir uns die Temperatur nicht mitspielen, können wir mit der Ausfahrt nicht beginnen. Ich habe schon mal die böse Erfahrung gemacht, auf die Ausfahrt gemacht und dann war das umsonst. So, liebe Freunde, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann seid mal Tschüss und Winke-Winke. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und Winke-Winke. Und ciao. Bis dann. Vielleicht sehen wir uns morgen wieder zum Sonntag. Ciao, ciao.